Eine der typischen Methoden, wie der Feind gegen das Volk Gottes arbeitet, ist Einschüchterung, Bedrohung. Da gibt es beispielsweise irgendwelche Vorwürfe, Vorhaltungen und man wird so bedroht, man soll auf jeden Fall ruhig sein, man soll über gewisse Themen nicht mehr sprechen. Typisches Thema ist der Heilige Geist und sein Wirken oder Befreiung, Heilung. Geistliche Wahrheiten, die attackiert sind. Und der Feind versucht, das Volk Gottes zum Schweigen zu bringen, ruhig zu stellen. Bloß nicht vorwärts gehen im Glauben, bloß nicht aktiv sein, bloß nicht geistliche Wahrheiten für ernst nehmen. Das ist nichts Neues. Abgesehen davon, dass wir das im Alten Testament überall finden, finden wir es auch in der Apostelgeschichte. Und das ist wirklich aufschlussreich. Dort hat die damalige religiöse Leiterschaft wirklich gegen das Volk Gottes gearbeitet und sie haben sie richtig bedroht. Sie haben ihnen verboten, den Namen Jesus auszusprechen, im Namen Jesus zu lehren, darüber zu sprechen, darüber zu predigen. Da heißt es, und als sie sie gerufen hatten, geboten sie ihnen, sich überhaupt nicht in dem Namen Jesus zu äußern, noch zu lehren. Und wenige Verse darauf heißt es, sie aber bedrohten sie noch mehr. Das sollten wir nicht unterschätzen. Das war die Leitung, die hatte auch wirkliche Autorität. Und sie bedrohten das Volk Gottes. Sie haben gesagt, nein, das tut ihr nicht. Und wie ist die Reaktion der Gemeinde darauf? Sagen sie, okay, es ist uns jetzt leider verboten, wir haben den Freiraum nicht, wir können nicht, wir dürfen nicht. Nein, sie kommen zusammen im Gebet. Und im Gebet sagen sie Folgendes. Herr, sieh an ihre Drohungen und gib deinen Knechten dein Wort mit aller Freimütigkeit zu reden, indem du deine Hand ausstreckst zur Heilung, dass Zeichen und Wunder geschehen durch den Namen deines heiligen Knechtes Jesus. Und als sie gebetet hatten, bewegte sich die Städte, wo sie versammelt waren, und sie wurden alle mit dem Heiligen Geist erfüllt und redeten das Wort Gottes mit Freimütigkeit. Sie beten das Gegenteil von dem, was man ihnen gebietet. Die Welt sagt ihnen, seid ruhig. Und sie sagen, nein, jetzt erst recht. Und nicht nur das, wir wollen Freimut haben, das Wort zu verkündigen. Und Herr, du musst Zeichen und Wunder tun. Und genau das passiert. Schau, wenn der Feind dich zum Schweigen bringen will, dann gibt es einen Grund, warum er das tun will. Weil das, was du zu sagen hast, hat eine Schärfe, eine Macht, eine Autorität, die er fürchtet. Lass dich nicht zum Schweigen bringen. Lass dich nicht zum Schweigen bringen. Mach das zu deinem eigenen Gebet, indem du sagst, Herr, ich will dein Wort freimütig verkündigen und bitte strecke deine Hand aus, dass Zeichen und Wunder geschehen in deinem Leben. Denn wenn wir dann weiterlesen, dann merken wir, wie sich das entwickelt und wie das Gegenteil von dem, was diese damalige Leiterschaft versucht hat zu stoppen, passiert ist. Nämlich die Gemeinde wuchs, übernatürliche Zeichen und Wunder waren an der Tagesordnung. Und mit großer Kraft legten die Apostel das Zeugnis von der Auferstehung des Herrn Jesus ab. Und große Gnade war auf ihnen allen. Willst du große Gnade in deinem Leben haben? Dann widerstehe dem, wo der Feind dir sagt, dass du ruhig sein sollst und Dinge akzeptieren sollst, die dich beschränken und begrenzen. Dann sag, nein, ich werde mit dem Herrn vorwärts gehen, freimütig in seiner Autorität. Und ich erwarte, dass er sich dazu stellt und dass Zeichen und Wunder in meinem Leben passieren, wie damals. Was für die Apostelgeschichte galt, gilt genauso für dich und für mich. Denn Gott hat mehr für uns alle.